Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ja, ist immer was los. Der König ist gerade im Rückzug. Er braucht seine Ruhe. Nicht nur er, sondern der hübsche Prinz auch. Ja, in Ruhe liegt die Kraft. Die Königin führt wichtigen Gesprächen. Es ist schön und angenehm. Es werden auch Überraschungen kommen. Aber das ist sehr erfreulich. Die schöne Prinzessin möchte den hübschen Prinz besuchen. Es ist eine Annäherung da, aber das ist noch ein Geheimnis. In rechtlichen Lage kommt gerade Ordnung. Es werden auch wichtige Gespräche da sein, nicht nur im Königshof, sondern im ganzen Königsreich. Das ist auch schön, wenn etwas geklärt wird. Aber jemand mischt sich ein. Nicht sofort, das dauert noch. Aber mit diesem Lügen und Intrigen, ja, damit können wir noch rechnen. Der schöne Prinzessin bewahrt ihren Stolz. Und ihre stolze Haltung wird gerade wahrgenommen, bekommt auch ganz viel Kompliment. Was heute sehr wichtig ist, das Tun, was uns gerade begeistert, dass wir verspüren unserem inneren Feuer, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Das setzt auch etwas in Bewegung, damit haben wir auch Glück und Erfolg. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnungen. Sonne ist heute unaspektiert, das bedeutet, der König zieht sich zurück. Aber nicht nur er, sondern auch der hübsche Prinz Mars ist nämlich auch unaspektiert und dieser Rückzug ist auch wichtig. Die Ruhe bewahren, in Ruhe liegt auch die Kraft. Venus nähert sich zum Mars, das bedeutet, die schöne Prinzessin besucht den hübschen Prinz. Mond steht in eine schöne Verbindung zum Uranus und auch zum Merkur. Und das bedeutet schöne, angenehme Gespräche und Veränderungen. Bei Uranus kann auch eine Überraschung sein. Jupiter und ein rückläufiger Saturn bildet sich ein Halbsextil. Das ist eine Unterstützung in eine rechtliche Lage. Merkur und Jupiter bilden sich ein Trigon, eine gute Nachricht und ein guter Ausgang in eine rechtliche Lage, aber kommt bald zum ein Jupiter- und Neptun-Quadrat. Das kann Täuschungen, Enttäuschungen, Betrug, Lügen und Intrigen auslösen und damit können wir in die nächste Zeit rechnen. Vesta ist die Hüterin des heiligen Feuers. Vesta befindet sich im Grenzbereich zwischen Widder und Stier. Hier befindet sich das goldene Tor der Ekliptik, eine Neuorientierung. Und wir sollen diese inneren Feuer spüren, diese Begeisterung. Und das unterstützt uns, etwas Neues anfangen, was uns auch begeistert. Und das war die Hintergrundinformation für meine Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.